es ist spät, aber nicht zu spät. Weil da noch was geht, ist noch lange hin, um auszuruhen. Die Ernte ist drin, doch es gibt zu tun. Das Haus ist gebaut, die Wände stehen. Wird langsam Zeit, um aufzugehen. Es ist so weit, das ist die Gelegenheit. Umsonst verliebt, weil es keinen Prinz mit Schimmel gibt. Und statt des Prinzen hält sie sich zwei Hunde. Und trotzdem ist es nie zu spät für Kneipen, Flirt und Tinder-Date. Entscheidend ist die letzte Runde. Ob du aufstehst oder fällst, vergeigst, versagst, dagegen hältst. Vor jedem Zielstrich lauert ein verdammtes Wunder. Da geht es doch mal in die Vollen, da zählt nicht mehr, was andere wollen. Da brauchst du kein Kommando für, die letzte Runde, die gehört dir. Eigentlich mehr zu Kinderheim, war das damals oder gestern, oder hab ich nur geträumt? Und der erste Zug auf Lunge, ein paar Fusse unterm Kinn. Noch nicht Mann und nicht der Junge, kann sein, dass ich noch immer bin. Ein Film im Kopf mit echten Tränen, eigenhändig aufgeführt. Aufnahme Breitbandszenen, ungeschnitten und zensiert. Und verlorenes und verfallenes, für mein Gott, da trifft sich alles. Und wenn sich Erinnerung, auf Willen sind, für immer jung. Oktober Geburtstag, tatsächlich. Am 3. Oktober 1949 wurde ich geboren und war in dem zarten Alter von 4 Tagen und gründete die DDR. Der liebe Gott hat dafür die ganze Woche gebraucht. Na gut, das war ein bisschen größer, aber das war ja auch nur Umland. Und Toni, weißt du, was noch viel schöner ist? Du hast länger durchgehalten als die DDR. Ja. Und da war ein schönes, großes Fest, wurde gefeiert, deutschlandweit. Und ganz besonders in Berlin vom Brandenburger Tor haben sich alle versammelt. Und das, ein Klassikorchester und Jana, der natürlich die Mauer zum Einsturz gebracht hatten, Wind of Change, die Scorpions, waren auch da. War das nicht David Hasselhoff? Also das war ja, die haben das zusammen gemacht. Und irgendwie hatten wir irgendwie gedacht, die ganze Party findet mal wieder ohne uns. Also meine ich nicht City, sondern ohne uns Ostlaster. Wir feiern die auch. Selbst unsere Feste feiern sie noch. Ohne uns. Ne? Ich
stamme aus dem Land im Osten, wo die Bäume stehen an den Alleen. Abgelernt, was Tränen kosten und woher die Winde wehen. War die kleine Welt von gestern Nischen an befetzter Blick. Hetzer, Ketzer, Grenzverletzer, wer raus kam, der kam nie zurück. Hab deine Berge versetzt, nur ein Haus drauf gebaut. Die Erleuchtung hab ich bloß in die Fassung geschraubt. Abgehaart bin geblieben, war kein Kind von Traurigkeit. Hoffnung in den Sand geschrieben, daran kaue ich noch heute. Aber es ist wirklich so, dass das jeder von uns, und ich weiß, ich bin von City, geht anders damit um. Was dann passiert ist sozusagen ab 1. Januar, ich weiß nicht, also 1. Januar habe ich selber noch nicht richtig erlebt, aber jedenfalls als dann alle wieder nüchtern waren, Fritz ist wirklich angekommen in diesem Abschnitt seines Lebens, wo er nur noch sich erholt, rumjoggt, schwimmt, ich weiß nicht, wo er schon überall gewesen ist. Wir telefonieren, wir haben uns ein paar Mal getroffen, aber wir telefonieren, das ist aber irgendwo. Also das heißt, irgendwo, weit weg. Und Manne wohnt in sich selbst. Nein, ich meinte jetzt nicht, dass er eingeschlafen wäre. Er wohnt in sich selbst wie ein Fels in der Brandung. Er hatte vorher schon zu Bandzeiten. Apokalypse Nummer 1, das ist der Apokalypse. Links, rechts zur Seite ran, das ist der Apokalypse. Apokalypse Nummer 1, wir sehen uns nicht grinsen, weil es keiner tut. Wir zahlen wie die Zinsen, bis jetzt ging alles gut. Wir waren fast unsterblich, dabei waren wir gefahren. Vom Postschiff nach Venedig ging mal die Pest am Land. Der Panik macht uns irre und planlos macht uns krank. Die Lieferdienste liefern, das Geld liegt auf der Bank. Armageddon ist verschont, der Welt ist nicht verschont. Und alle Weltpropheten feiern ihren Tod. Es ist der Apokalypse. Links, rechts, zur Seite ran, das ist der Apokalypse. Oh, oh. Apokalypse Nummer 1, wir durchziehen, das ist der Apokalypse. Links, rechts, zur Seite ran, das ist der Apokalypse. Wie aus einem Wanderland, Wanderwand.
abends drehst du dich zu mir herüber. Und ich kühle deine Stirn und weiß nichts von deinem Fieber. Und dieselben gelben Elken welken von den Wänden. Und du weinst wie aus einem anderen Land. Vorstellen und ihr was erzählen vom Oschileb und den alten Freunden, die sich mit den neuen Zeiten quälen. Und von den Leuten, die immer noch heulen bei Bataillon, Amour, Mond, Klamotten auf. Meine Kleine kann schon ein paar Zeilen, was nachgekam, was schnell vergessen, was schon. Für uns und wir selber haben uns überrascht, weil wir keinen Plan hatten. Das Einzige, was wir heute hatten, war mit dem Wodka, war eine gute Idee. So hatten zumindest wir unseren Spaß. In jedem Fall möchte ich es nicht versäumen, nochmal Danke zu sagen, dass Sie hierher gekommen sind und auch ganz herzliches Dankeschön nochmal an den Veranstalter, die Mediengruppe Magdeburg, die das hier in diesem wunderbaren Theater in der Grünen-Laterne möglich gemacht haben. Ja, und jetzt gibt es tatsächlich noch ein bisschen Musik und die nächste Aftershow-Party feiern wir hier am Pfingstfreitag. Bis dann. In Zeiten wie diesen, wenn sich Herzen verengen, wenn sich Verblendung und Hochmut vermengen, in Zeiten wie diesen, wenn die Hasspeitschen knallen, wenn Menschen töten, um Gott zu gefallen, in Zeiten wie diesen, wenn die Ketten erklirren, gepanzerte Herzen sich hitzig verirren. Bleib bei mir, bleib bei mir, in Zeiten wie diesen, bleib hier und bei mir, in Zeiten wie diesen, wenn Gefühle marschieren, Freiheit beschwören und exekutieren. In Zeiten wie diesen, wenn die Träume mich wecken, weil sie nach Blut
Gründen schmecken. In Zeiten wie diesen, wenn ich neben mir liege, ein schlafloses Kind in der Wiege der Krieger, bleib bei mir. Ich habe mich gefreut, euch mal wieder zu sehen und dich auch, mein Lieber. Vielen Dank an Mike Fühe und sein ganzes Team, die uns hier eingeladen haben. Ja, tatsächlich hatte ich ja früher schon neben City ab und zu mal diese musikalischen Lesungen veranstaltet. Die war ein bisschen anders als heute. Heute haben wir mal raus aus der Routine, gerade City gesagt, ja. Ja. Und hatte damals schon großen Spaß dabei, in so einem wirklich gemütlichen gemütlichen Räumlichkeiten wie diesen hier aufzutreten. Ist immer eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, mehr oder weniger. Was hast denn du da mitgebracht? Dein Kuscheltier? Zeig das doch mal. Deins. Zwei hast du. Zwei Fans. Ei. Erinnert mich ein bisschen an Bernd Römer. Nicht das Tier selber, aber. Ich habe mich ja gesagt, ich habe überhaupt auf nichts mehr Rücksicht zu nehmen. Aber bei den Rocklegenden, du warst da mit bei den Rocklegenden hatten wir eine Aftershow-Party. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, Bernd war abgefüllt. Und wir haben ihn hochgebracht in sein Zimmer. Aber er bestreitet das bis heute. Ja, das bestreitet er. Das ist eigentlich jetzt völlig nebensächlich. Das Kuriose war, dass in seinem Bett ein Kuscheltier war. Und er erzählt hat, dass er das immer mit auf Reisen hat. Und er hat dann tatsächlich, um mir seine Liebe zu beweisen, hat er mir sein Kuscheltier geborgen. Für diese Nacht. Wenn er die Zigarette ausdrückt und die Augen reibt, sieht er, wie sie wieder davon fliegt, nur der Nebel bleibt. Er hat an ihr vorbeigesehen. Mein Abschied macht es ungeschehen, es war ein Überwein. Spiel um alles Tag aufs Bein, spiel um alles Tag aufs Bein. Play it again, sir, again and again. Play it again, sir, again and again. Mir geht es wie dem Jesus, mir tut mein Kreuz so weh. Bei ihm war es schon mit 30, mir tut es heute erst weh. Mir geht es wie dem Jesus, nur hab ich nicht die Klasse. Denn ich verwandle nur den Wein in Wasser. Dass ich lasse, wie der Jesus sage, eitelkeit im Gesicht. Das Leben ist ein eigener Spaß, für Christen ist möglich. Mir geht es wie dem Jesus.
Ich treffe nur lauter Blinde. Manchmal, wenn ich Glück hab, gehorchen mir die Winde. Gibt es wie den Jesus, der unter uns geweilt? Die meisten, die mich kennen, die sind von mir geheilt. Oh, viele Jesus sage ich, heiteren Gesichts. Das Leben ist ein Heilenspaß, für Christen ist das Licht. Denn außer alten Jungfern kam niemand mehr für mich. Dass sie sich nicht meldet, ist es oft erraten, was schnell wieder wird, wenn nicht lange. Wäre schade, je länger man durchhält, desto schöner wird später. So ist das bei Frauen, das weiß doch jeder, und von wegen verlassen schon auch nicht so ganz. Sie lässt dich in Frieden und gibt dir eine Chance, denn sie liebt dich noch immer. Mach dir nichts draus, mach's nicht noch schlimmer. Komm und trink aus. Dass sie nichts von dir will, ist gar nicht gesagt. Sie hat nicht umsonst nach dem Konto gefragt. Und dass sie es gesperrt hat, war auch nicht verkehrt. Sie ist dir teuer und du bist dir was wert. Dass sie die Möbel verkaufte, spricht auch dafür. Wenn sie zurückkommt, dann nur wegen dir. Denn sie liebt dich noch immer, mach dir nichts draus. Mach's nicht noch schlimmer, komm und trink aus. Dass sie woanders schläft, ist nicht böse gemeint. Sie schläft jetzt mit mir und ich bin dein Freund. Stell dir vor, da stiegen noch andere drüber. Du bleibst unter uns und mir ist es lieber. Du musst mir nicht danken, ist doch normal. Bestell noch ein Bier und erledigt der Fall. Denn sie liebt dich noch immer. Mach dir nichts draus, mach's nicht noch schlimmer. Komm und trink aus. Denn sie liebt dich noch immer. Mach dir nichts draus, mach's nicht noch schlimmer, komm und trink aus.